Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Wie jeden Montag um 20:30 Uhr. Heute geht es um ein interessantes Thema. Woher bekomme ich weitere Kontakte für meinen Geschäftsaufbau? Ich höre immer wieder, dass Leute zu mir sagen, na ja, ich weiß nicht mehr, wen ich ansprechen soll, wer ins Geschäft einsteigen sollte. Ich bin immer da sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil ich denke, es gibt so viele Möglichkeiten da draußen, mit 8 Milliarden Menschen in Kontakt zu kommen. Und die meisten davon leben ja nicht ein Leben in Fülle, sondern meistens getrieben mit Stress, vielleicht auch finanziell abgesichert, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht gesundheitlich in Balance, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht optimales Gewicht, vielleicht auch nicht. Und viele Menschen da draußen fühlen sich auch nicht hundertprozentig sicher abgesichert finanziell und schon gar nicht, dass sie etwas aufbauen, was vielleicht für andere Menschen wie Familienmitglieder, vielleicht sogar wenn jemand Kinder hat, was er vererben kann und, und. Das heißt, es gibt tausende Gründe, warum Menschen auf unsere Geschäftsidee anspringen könnten. Nur sie erfahren es meistens nicht, dass es das überhaupt gibt. Oder sie erfahren es nicht auf die richtige Art und Weise. Ich möchte jetzt einmal so in die Runde fragen, was fallen euch so für Möglichkeiten ein? Für diejenigen, die sich den Call im Nachhinein anhören, was fallen euch für Möglichkeiten ein, auf Menschen zuzugehen, Kontakte zu bekommen? Und ich werde dann schauen, ob ich noch was zur Ergänzung habe oder ob ihr so und so alle möglichen Themen schon aufarbeitet. Aber bevor ich das Wort an euch übergebe, die meisten unterschätzen, was für Möglichkeiten im Telefon drinnen sind. Von A bis Z wirklich einmal die Leute gefragt oder einfach, ja, gefragt, rück, du bitte nimm da mal für 20 Minuten Zeit. Ich möchte einfach zeigen, was ich für ein tolles Geschäft gerade aufbaue. Vielleicht hast du die eine oder andere Idee dazu. Wenn man das zu jeder Person von A bis Z sagt, ihr glaubt es gar nicht, wie kreativ eure Freunde und Bekannten werden, euch weiterzuhelfen, zu den nächsten Leuten zu kommen, die vielleicht Kunden oder Partner werden. Nur mit einer Hilfe, Frage, mit einer Bitte um Hilfe, hör da einfach einmal nur an, was ich für Geschäft da gerade aufbaue. Du weißt ja nicht, was ich tue. Vielleicht hast du die eine oder andere Idee dazu. Hat mir zu einem sehr großen Umfeld an Partnern und Kunden verholfen. Jetzt gehen wir mal frei, ganz einfach. Was habt ihr so für Ideen? Was gelingt euch sehr gut? Wo habt ihr die letzten Kontakte und Partner gewonnen, dass vielleicht die, die sich das im Nachhinein anhören, ein paar Ideen bekommen? Ihr müsst euch aber auf laut schalten, dass man euch hört. Also ich habe einen Kontakt geknüpft beim so einem Standl, das ist beim Südtiroler Platz, das war so ein Bäcker. Also da habe ich jetzt meine Beziehung aufgebaut und beim nächsten Mal möchte ich ihn schon fragen, also werde ich ihn darauf ansprechen. Okay. Wer hat noch Idee? Ich war gestern auf der Messe in Toul, auf der Boot. Und ich habe einen Bekannten, der hat jetzt eine Segelschule eröffnet in Porto Roche und hat mir von seinen finanziellen Schwierigkeiten erzählt, wie schwer es ist, ein Boot finanziell so auszustatten, dass dann noch was überbleibt, um das Business zu starten. Und ich habe ihm von der Möglichkeit erzählt, hier über Zusatzbusiness noch ein Geld zu lukrieren, um seine Ausstattung vom Boot zu finanzieren. Ob das für ihn interessant sein könnte. Ja, auf jeden Fall. Und er möchte ein weiteres Gespräch haben, welche Möglichkeiten er da noch zusätzlich hat, hier Geld zu lockieren, weil die Saison hat ja auch irgendwann ein Ende. Und dann kommt eben kein Geld herein, weil seine Kunden immer eine Woche am Boot sind und dann sind sie weg. Und für ihn wäre das interessant, wenn die Kunden weg sind, dass er dann trotzdem mit ihnen noch in Kontakt bleibt und Geschäfte macht. Okay. Ich bin ja auch sehr begeistert von der Geschichte von dir. Du hast eine Firma mit Schweißtechnik und du warst jetzt ja im Ausland und hast dort die Leute geschult und hast die Sisha-Produkte mitgehabt und hast immer, wenn die Schulungen waren, die Sisha-Produkte ausgeschenkt und über das die Firma dazu bekommen, dass die Partner geworden sind und da kann echt was Großes entstehen. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, in der Regel ist es so, man ist ja schon mit den Leuten in Kontakt,
in irgendeiner Weise eben durch den eigenen Beruf oder man kennt die Leute schon von früher. Und ich glaube nicht, dass man hier Angst haben muss, die Leute anzusprechen. Man erreicht sie dann auf einer völlig anderen Ebene, als wir jetzt auf einer rein technischen Ebene. Ja, man hat auf einmal einen menschlichen Zugang und auf einmal erzählen die Leute, wie es ihnen wirklich geht. Warum sie diesen Job machen, was ihnen nicht so gefällt haben, wie sie sich das Ganze vielleicht anders vorgestellt haben. Ja, wohin soll die Reise dann gehen? Und dann kommt man ins Gespräch und dann kann man ein bisschen tiefer gehen. Da habe ich noch gar nicht die Produkte im Vordergrund. Ja. Das mache ich nebenbei. Das heißt, die Produkte, was ist, können wir das probieren, das eine oder andere. Ja. Da trinkt man das gemeinsam. Die Leute fühlen sich nach einer halben Stunde ein bisschen anders. Was ist das? Warum kann das so viel? Ja. Dann kann man darüber ein bisschen erzählen. Und dann habe ich die ersten schon gehabt, die gesagt haben, ja, wo kann ich mir das bestellen? Ich würde es unbedingt einmal probieren. Ich habe heute sehr zufriedene Kunden in dem Bereich, die voriges Jahr damit angefangen haben. Heute hatte ich wieder einen im Haus, eine ganz interessante Geschichte. Der hat gesagt, seit Oktober nimmt er das tagtäglich. Ihm geht es so gut. Er hat das jetzt in der ganzen Firma verteilt. Die Leute sind alle super drauf. Und es hat sein eigenes Business auch weitergebracht, dass er mit mir hier zusammenarbeitet. Das heißt, er hat seine eigene Firma dadurch weitergebracht, weil wir völlig andere Gespräche hatten, wo er gesagt hat, wo er Probleme in seinem Business hat. Da haben wir so weiter geholfen, dass er jetzt ein großes Geschäft in einem technischen Bereich macht, wo er mir wieder ein Geschäft zukommen lässt und sagt, das ist genial, was sie da hier entwickelt hat, wobei das Produkt nicht im Vordergrund gestanden ist. Aber er konsumiert es und empfiehlt es weiter. Weil hier eben dadurch völlig neue Sichtweisen entstehen. Super, Leo. Wer hat noch andere Erfahrungen, wo er gute Kontakte macht, auf welche Art und Weise er seine letzten Partner gewonnen hat? Müsst ihr euch nur dann freischalten, ihr seid alle stumm geschalten, dass wir euch dann auch hören. Ich möchte euch eine wahre Geschichte von einer Partnerin von mir erzählen. Und zwar, ich habe vor 8 Jahren damals im Rahmen, weil ich professionelle Reinigungsmaschinen verkauft habe, so lose verteilt mit Gewinnspielen. Und ein Partner von mir hat gesagt, du, die rufe ich nicht mehr an, die kannst du haben. Haben wir gedacht, okay. Und bin hergegangen, habe die Leute angerufen und da war eine dabei, ich habe das gar nicht gewusst, dass die im Bereich der Energetik dabei ist. Zufälligerweise heißt die genauso wie unsere Heidemarie Wolf und die ist dadurch halt Partner geworden. Das ist eine Möglichkeit. Super. Ich kann vielleicht auch kurz einwerfen, was ich seit Neuestem mache, also seit einigen Wochen jetzt schon. Früher, ich habe viele, viele Facebook-Anfragen täglich. Auch durch die Webinare, die ich so mache, die ich dann auch share und so, kommen immer wieder Facebook-Anfragen. Und früher wieder immer angenommen und dann habe ich gedacht, das ist gut, wenn ich mit vielen verbunden bin. Jetzt haben wir angewöhnt, ich nehme die Freundschaftsanfrage schon an, schreibe aber der Person sofort, wenn wir schon verbunden sind als Freundschaft hier auf Facebook, würde ich auch gern wissen, was Sie beruflich machen. Vielleicht können wir voneinander profitieren. Wann können wir dazu einmal skypen oder telefonieren? Sensationelle Gespräche. Ich habe jetzt ein paar neue Partner gewonnen. Morgen das nächste Gespräch wird wahrscheinlich wieder ein Partner. Ich denke, übermorgen wieder ein neuer Partner. Habe jetzt die letzten 3 Tage wieder ein paar eingeschrieben. Das heißt, es kommt laufend jetzt zu neuen Partnern, weil ich auf diese Facebook-Anfragen, die ich habe von Leuten, die ich gar nicht kenne, die mich einfach aus irgendeinem Grund halt einfach adden und ich dann sofort zurückschreibe, dass das sehr sinnvoll sein kann, wenn wir uns da mal verbinden. Ist wirklich interessant. Auch jeder von euch kriegt wahrscheinlich Facebook-Anfragen, schreibt einfach mal den Personen, wenn sie mich schon irgendwo da auf Facebook als Freundschaftsanfrage gemacht haben, wie wäre es, wenn wir uns dazu einmal unterhalten und einmal schauen, wie wir voneinander profitieren können. Man glaubt gar nicht, wie viel daraus passiert. Wer hat sonst noch andere Vorgangsweisen? Ja, hallo, grüß euch. Also bei mir war es so, ich war vor mehreren Jahren auf einem Weiterbildungsseminar und habe da quasi auch Menschen kennengelernt. Und wir haben einfach Telefonnummern ausgetauscht und aufgrund dessen sind wir halt immer wieder in Kontakt gewesen und
aktuelle Situation, die Frage, was tust du so? Und also es gab wieder einen Austausch und dabei ist ganz einfach auch ein interessanter Aspekt dann rausgekommen. Auf der einen Seite natürlich geschäftliches Interesse, auf der anderen Seite produkttechnisches Interesse und beides zusammen kombiniert zum richtigen Zeitpunkt, weil es gibt ja keinen falschen Zeitpunkt, das ist immer, der Zeitpunkt ist immer der richtige. Ja, so ist ein neuer Partner entstanden. Also auf einem Weiterbildungsseminar einfach Kontakt geknüpft. Super, Josef. Weil vorher der Leo gesagt hat, wir messen. Ich gehe gerne auf Messen, aber nicht als Aussteller. Ich möchte da nicht unbedingt, aber es ist nur meine Sache, man kann als Aussteller hingehen, super. Man kann viele Kontakte machen, man kann wahrscheinlich auch Produkte verkaufen, vielleicht auch Geschäftspartner gewinnen, wenn man auch bei der Messe, beim Messestand das Geschäft in den Vordergrund rückt. Und nicht nur als Produktverkäufer durchsteht. Ich gehe gerne auf eine Messe und spreche alle Aussteller wirklich, mit denen ich in Kontakt komme, darauf an, wie lange sie das machen, ob es ihnen Spaß macht, was das Positive daran ist, was nicht so positiv ist. Und so gut wie alle jammern, dass sie sagen, ja, das, was reinkommt, deckt gerade die Kosten ab. Viele jammern, ja, nach dieser Messe das Wochenende auch schon wieder nicht bei der Familie gewesen, nicht bei Sport oder bei Hobbys oder sonst was und erzählen mir oft wirklich ihr Leid, wenn meine Fragen die richtigen sind dazu, was ihnen daran gefällt und was nicht so toll ist. Einfach ein nettes Gespräch führen und komme dann immer drauf, bei der letzten Messe auch wieder Partnerin eingeschrieben, gleich dort auf der Messe sogar, das war nämlich überhaupt sehr interessant, die dann gleich gesagt hat, ja, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das Geschäft anders zu machen, wäre super und wir haben dann gesprochen kurz darüber und dann war es auch schon so weit, dass sie gesagt hat, sie ist komplett auf Veränderung offen. Das heißt, viele, die auf Messen stehen, machen das natürlich, um Geld zu verdienen, sind aber mit ihrer Lebensweise oft gar nicht so glücklich. Und ich mache es aber nicht so, dass ich hingehe auf eine Messe und mit 3 Leuten eine Stunde spreche, sondern ich mache lieber, dass ich mit 50, 60, 70, 100 Leuten 2 Minuten, 3 Minuten spreche. Und wenn das Gespräch interessant wird für uns beide, dann schaue ich, dass ich das Gespräch abbreche. Dann sage ich, ich glaube, wir sollten uns zu einem anderen Zeitpunkt mehr darüber unterhalten. Können Sie mir Ihre Daten geben, Visitenkarte, sonst was? Ich mache meistens auf die Visitenkarten gleich 2, 3 Notizen, dass ich auch nach den 50 Gesprächen weiß, welche Person in welchem Bereich etwas gern verändern würde und arbeite das dann ab. Weil dann gehe ich nach 3, 4 Stunden mit 50 Visitenkarten nach Hause und habe ein riesen Portfolio, um Menschen wieder die Geschäftsmöglichkeit näher zu bringen in ein Gespräch, das eine halbe Stunde, Stunde dauert und nicht, wo vielleicht derjenige am Messestand sich dann denkt, boah, eigentlich muss ich ein Geschäft machen, ich muss Umsatz machen und nervös ist, dass schon wieder eine Stunde vergeht. Da ist mir lieber, ich habe nur 2, 3 Minuten gekostet, habe einfach rausbekommen, wo der Schmerzpunkt ist, was er gern verändern würde oder die Person gern verändern würde und arbeite es in den nächsten Tagen dann nach. Habe auch ganz gute Erfolge damit. Vorteil, ich muss nicht am Wochenende dort stehen oder 3, 4, 5 Tage sogar, sondern ich bin 3, 4 Stunden dort, gehe nach Hause mit einem ganzen Pack Visitenkarten. Egal, wo ich hingehe, komme ich meistens auf diese Art und Weise dann nach Hause, wo ich irgendetwas wirklich in der Hand habe, auf das man wieder aufbauen kann. Mir ist vielleicht noch eine Geschichte eingefallen. Ja, auch ich habe eine Vergangenheit. Ich war auch früher einmal in der Tanzschule. Ich war auch früher einmal in der Volksschule, in einer Hauptschule, in einer höheren Schule. Und wie ich so meine Gedanken mir gemacht habe, mit welchen Menschen bin ich aktuell in Kontakt, sind mir dann auch ein paar Ideen eingefallen, wo habe ich früher in meinem Leben Menschen kennengelernt. So habe ich eben mir dann auch Namen aufgeschrieben, wo ich auch wusste, wie die Personen geheißen haben in der Volksschule, in der Hauptschule. Ich habe keine Telefonnummer gehabt, keine E-Mail-Adresse, gar nichts. Aber interessanterweise, ich habe an diese Personen gedacht und 2 von denen haben sich dann ein paar Tage später über verschiedenste Medien bei mir gemeldet. Das war recht, recht schön, auch da wieder das Gespräch zu führen. Und es ist mir in diesem Moment genau gar nicht ums Geschäft gegangen, sondern einfach das Gespräch eben zu führen, was so in der letzten Zeit so passiert ist, in den Laufe der 10, 20, 30 Jahren. Und spannend war, man hat sich auch da ausgetauscht und die Leute haben mich natürlich auch gefragt, ja, und was suchst du aktuell? Und so habe ich auch meine Suchwünsche auch ausgegeben und ja,
paar Tage später sind dann genau diese Personen, nach denen ich eben Ausschau gehalten habe, die haben mich dann kontaktiert und so ist auch der eine oder andere Partner entstanden. Das heißt, ganz einfach auch, ja, mit wem war man in der Volksschule oder in der Hauptschule? Das könnte auch sehr gut sein. Mhm. Oder nicht könnte, ist sogar sehr gut. Weil ja da schon Vertrauen noch war. Das ist es. Was sicherlich interessant ist, wenn man auf neue Kontakte geht, die meisten sagen, na, ich schaue, wer hat keinen Job, wer ist arbeitslos und, und. Ich glaube, das ist voll der falsche Gedanke. Sondern der Gedanke ist, welche Leute in meinem Umfeld würden mein Geschäft so richtig ins Explodieren bringen. Das sind oft Menschen, die schon Millionen verdient haben. Das sind oft Menschen, die mehrere Firmen haben oder zumindest unternehmerisches Denken haben. Das sind Menschen, die schon mal aktiv oder ein Hoch durchgemacht haben in der Geschäftswelt. Das sind Menschen, die gern vorangehen, vorausschauen. Und traut sich ruhig, diese Menschen anzureden und zu sagen, lieber Herr sowieso, oder wenn es eh per Du seid, kannst du sagen, lieber Wolfgang, ich weiß, du bist extrem erfolgreich in deinem Job. Ich würde dir gerne was zeigen, womit ich was Großes aufbaue. Vielleicht hast du die eine oder andere Idee dazu. Diese Menschen geben euch Ideen. Vielleicht sagt er sogar, puh, das hört sich aber gut an. Da bin ich selbst dabei. Ich will sofort eingeschrieben werden. Ich glaube, dass man, wenn man in ein sympathisches Gespräch mit Menschen reingeht, immer etwas Positives rausbekommt. Kurzer Tipp vielleicht auch, wie kommt man schnell zu 50 neuen Kontakten? Das geht ganz schnell. Ihr braucht nur eure 10 besten Bekannten oder Freunde anrufen und denen sagen, pass auf, ich baue ja gerade ein Geschäftsfeld auf. Und lieber Freund, wenn du ein Geschäft aufbauen würdest, welche 5 Personen würdest du am liebsten in deinem neuen Unternehmen haben? Von den Menschen, die du kennst, die ich vielleicht nicht kenne. Und wenn dein Freund die 5 Namen mindestens aufschreibt, dann kannst du sagen, wäre es in Ordnung, wenn du mir irgendeinen Kontakt zu denen herstellst, weil vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Vielleicht auch nicht, aber überlass mir das einfach dieser Person, ja oder nein dazu zu sagen. Wenn euch 10 Leute 5 Kontakte geben, sind es 50 Personen. Und jeden Freund kann man das fragen. Das ist überhaupt kein Thema. Welche Leute würden dir zu meinem Geschäftsfeld einmal einfallen oder welche Leute würdest du sogar in ein Geschäft involvieren, integrieren, wenn du ein eigenes Geschäftsfeld neu aufmachen würdest. Welche Leute findest du in deinem Umfeld extrem spannend? Waren schon einige Tipps, glaube ich, dabei. Ich gebe wieder das Wort an andere. Was habt ihr sonst noch so Ideen? Was ist euch noch so gelungen? Ich weiß, Günther, dich sehe ich gerade, Günther Jörg, du gehst ja doch sehr stark an Firmen ran, weil du einfach den Firmen klar machst, wie wertvoll der Mitarbeiter ist. Vielleicht kannst du da etwas dazu sagen, Günther. Ja, ich habe so ein eigenes Modell entwickelt, wo ich eben den Firmen sage, okay, schaut her, es wäre ja schlau, ich biete so viele Nebenleistungen für Mitarbeiter an, ja, zum Beispiel. Angefangen von Parkplätzen, ich war gratis, Kreditkarten und alles Mögliche. Ja. Aber schafft sie es auch damit, die Wertschöpfung in meinem Unternehmen zu steigern, indem man diese sogenannten Fringe Benefits anbietet. Oder vielleicht sind sie in bestimmten Fällen sogar kontraproduktiv. Ich denke da vor allem an die sogenannten Gratis-Parkplätze. Ja. Gratis-Parkplätze fördern eigentlich das, dass der Mitarbeiter möglichst wenig zu Fuß geht. Ja. Zum einen fördert es, dass sein Körpergewicht steigt. Ja. Und zum anderen trägt es auch dazu bei, und das ist gerade ganz besonders wichtig in der heutigen Zeit, es trägt zum Klimawandel bei. Ja? Weil je mehr er mit dem Auto fährt, umso mehr Abgase produziert er. Und eigentlich sozusagen müssten sich die Firmen überlegen, okay, ist es eigentlich schlecht, wenn ich jetzt Aktivitäten fördere, die den Klimawandel beschleunigen, beziehungsweise dazu beitragen, dass meine Mitarbeiter weniger fit sind. Ja? Eigentlich wäre es schlau, in Produkte zu investieren, die Leistung steigern. Ja? Und da findet man eigentlich zum Teil ganz gute Ansatzpunkte beim Betriebsrat, ja. Der sagt, okay, wir hätten ein neues Programm für die Mitarbeiter und vielleicht können wir das einmal den Mitarbeitern zumindest aktionsweise anbieten und dann können die Mitarbeiter zu späteren Zeiten das selber weiterbestellen. Ja. Ja, du bist über dieses Konzept auch bei Firmen drinnen. Wellness-Hotels hast du abgeschlossen, viele Partner. Ich glaube, letzte Woche hast du 4 Partner registriert oder so, was ich da gesehen habe, mit deiner Frau. Also da geht ja wirklich extrem viel in diesen Bereich. Das sieht man auch, dass viele Leute in deinem Umfeld
dadurch, dass du davon 100% überzeugt bist, wirklich auch hellhörig werden und dass sich dein Team immer stärker vergrößert durch diese Aktivitäten. Meine, eins muss man auch sagen, Firmen sind natürlich interessant, weil wenn eine Firma so und so irgendetwas den Mitarbeitern geben möchte als Goodie und das vielleicht sogar über den Betriebsrat, dann ist ja eine Win-Win-Situation. Der Betriebsrat hat den Vorteil, dass er zu den Mitarbeitern sagen kann, ich habe durchgeboxt, dass ihr jetzt gesundheitliche Sachen bekommt, gratis von der Firma. Die Firma zahlt es zwar, kann das eh abschreiben und hat vielleicht dafür den einen oder anderen Tag weniger Krankenstand, dann rechnet sich das ganze System für alle Beteiligten sowieso und kann echt ein spannendes Konzept werden. Ja. Wer hat sonst noch Ideen? Leo Probst. Was sagst du Freunden, die in deinem Alter sind, warum Network Marketing interessant sein könnte? Ja, ich bin gerade im Auto. Versteht ihr mich trotzdem? Super gut. Ja, top. Ich sage das einfach, weil ich denke dabei an die Zukunft, wenn ich das denen jetzt erzähle. Und ich meine, in meinem Freundeskreis wollen die meisten später selbstständig werden oder Unternehmer werden. Und dann sage ich, hier könnt ihr erstmal die ersten Schritte sammeln. Und ihr seid hier geführt. Ich meine, Cija bzw. bald Isogenics übernimmt alles für uns, ne? Bei der Präsentation, da sage ich es dann halt immer so, wir dürfen nicht versenden, wir dürfen nicht den Support so mehr oder weniger machen, das wird alles von Experten übernommen. Wir müssen auch nicht mal Rechnungen schreiben, wir kriegen unser Geld. Also es wird alles übernommen, wir werden so in die Selbstständigkeit reingeführt und das ist für ein paar Leute wirklich ganz, ganz spannend dann. Also hey, das kann ein cooler Schritt sein und dann auch länger gedacht, nicht nur als Einstieg, sondern wenn dann alles top läuft, dann bleibe ich natürlich. Ich auch dabei. Super. Das heißt, für junge Menschen ganz einfach ein Riesenvorteil, die sich irgendwann selbstständig machen wollen, ohne Fixkosten, ohne Personalkosten, ohne Hunderttausende zu investieren, die sie meistens von der Bank eh nicht bekommen würden. Und hier kann man trotzdem Millionen verdienen, auf Urlaub fahren und muss nicht rund um die Uhr arbeiten und hängt dann nicht wirklich in seiner Firma drin die nächsten 50, 60, 70 Jahre, um vielleicht die Kredite dann zurückzuzahlen, die man irgendwann aufgenommen hat. Also es kann für junge Menschen, die sich selbstständig machen wollen, ein idealer Start sein, bei dem sie dann auch komplett hängen bleiben, so wie es der Leo sagt. Ja. Wer hat noch etwas dazu zu sagen, wo er Kontakte herbekommt für die anderen, so als Tipps? Also ja, Veranstaltungen zum Beispiel sind ein Thema, das mache ich auch sehr gerne. Ich gehe irgendwo hin, wo Veranstaltungen sind, wo ich mit Menschen in Kontakt komme, ob das von der Wirtschaftskammer Veranstaltungen sind oder auch zu anderen Themen. Man kommt immer wieder ins Gespräch mit netten, sympathischen Menschen und ja, einfach Möglichkeit, sich mit Menschen auszutauschen und einfach mal hinzuhören, was die anderen so für Themen haben. Und mit guter Fragestellung und wer fragt dafür, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Nicht immer zu erzählen, was wir machen, was wir wollen, wo wir hinwollen, was unsere Ziele sind, sondern mehr zu erfahren von den anderen Menschen. Und nach dem Gespräch, wenn man viele Fragen gestellt hat, einfach dann ganz locker zu sagen, wenn ich eine Möglichkeit hätte, ihre Träume zu realisieren mit einer Idee, die sogar nebenberuflich möglich ist, wäre es interessant, sich das einmal genauer anzusehen. Also auch wieder mit so einer Frage abzuschließen, aber gleichzeitig mit einer Einladung. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne anwende. Ja, das, was du jetzt gerade gemeint hast, Gerhard, da bin ich auch sehr, sehr oft auch in Gesprächen drinnen und ich nutze wirklich jede Möglichkeit, wo ich mit einem Menschen in Kontakt bin. Sei es, wenn ich laufend zum Beispiel beim Bäcker bin oder in ein Schuhgeschäft öfters drinnen bin, weil ich mir bestimmte Sachen aussuche. Oder beim Schneider, heute beim Schneider zum Beispiel, wo ich gefragt habe, ob man da die eine oder andere Änderung machen kann. Die Leute sind durchaus dankbar, wenn man ihnen Möglichkeiten zeigt, um etwas zu verbessern, weil die Entscheidung haben sie eh selbst zu treffen. Und wenn sie die Entscheidung treffen, dass sie halt nichts tun, dann verändert sich an der Situation gerade jetzt nichts. Sie ändert sich ja nur dann, ab dem Zeitpunkt, wo man eine Entscheidung trifft, etwas zu verändern. Ja.
Und ja, so war es da. Der Fall Bankbeamter kann man genauso fragen. Also Leute, mit denen man kontinuierlich in Kontakt ist. Ja. Also ich glaube, das, was der Josef gesagt hat, dieser so lauwarm Bereich, überhaupt kein Problem für die meisten Leute. Der Kaltkontaktbereich, dass man einfach in ein Geschäft reingeht und sagt, wer ist der Geschäftsführer hier? Und ich würde Ihnen gerne eine Geschäftsidee zeigen, vielleicht bringt uns das zusammen in der Zukunft, vielleicht gefällt Ihnen das, vielleicht ist das für Sie gerade der richtige Zeitpunkt, mich und meine Geschäftsidee kennenzulernen. Das kann man probieren, aber das ist für die meisten am Anfang ein riesen Stolperstein oder auch eine Mutprobe und das sollte es nicht sein. Darum bin ich gerade heute sehr gerne in diesem Webinar bei diesen Kontakten, die wir ständig um uns haben. Unsere Bekannten, unsere Freunde, die oft auch selbst finanzielle Herausforderungen haben, zu wenig Geld haben, gestresst sind, ausgebrannt sind, sind sehr, sehr oft auch offen, als Kunde oder als Partner in dem Konzept dabei zu sein. Wir müssen sie nur aktiv fragen. Und auch da, wie ich schon erwähnt habe vorher, einfach zu sagen, und welche Person würde dir zusätzlich noch einfallen zu diesem Thema? Welche Person kennst du, die ich vielleicht nicht kenne? Man kann aber auch so 5, 6, 7 Fragen stellen unseren Freunden. Wo hast du die letzten Jahre irgendwo Sport gemacht? Ich würde gerne zu ein paar Sportvereinen gehen mit den Produkten. Vielleicht hast du einen Kontakt dorthin, wo es mir leichter fällt, jemand persönlich dort anzusprechen. Wo machst du deine Hobbys? Oder bei welchen Firmen weißt du, dass die für Gesundheitskonzepte offen sind vielleicht, weil du auch die Chefs kennst oder Betriebsrat oder. Ich glaube, mit vielen Fragen in unserem Umfeld bekommen wir ständig Namen, dass unsere Liste immer länger wird. Und das ist der einfachere Weg, zu neuen Kontakten zu kommen. Und somit werden auch die nächsten Partner entstehen, ohne dass wir immer den Druck haben, in diesen Bereich zu gehen, wo wir uns gar nicht wohlfühlen. Aber unsere Freunde, Bekannte, und ich kann es nur sagen, jeder hat in seinem Telefonbuch, wenn er ehrlich ist, wahrscheinlich mindestens über 100, 150 Personen drinnen. Manche haben ja 500. Oder noch mehr, aber ich sage mal, jeder hat wahrscheinlich 100 bis 150 und wahrscheinlich nicht einmal noch 10% davon angerufen und denen gesagt, dass wir selbstständig sind. Ich kann jeden anrufen und sagen, hallo, ich bin jetzt seit einiger Zeit selbstständig im Gesundheitsbereich mit Produkten und ich würde dir gerne zeigen, was das für eine Geschäftsidee ist und was der Inhalt meines Geschäfts ist, weil vielleicht kann irgendwas für dich oder für dein Umfeld interessant sein. Wenn wir das einmal durchmachen, dann können wir mal schauen, mit welchen Leuten sind wir in Facebook, Instagram oder sonstigen Bereichen verbunden. Wie viele Leute haben wir in unseren E-Mail-Verteilern drinnen, mit denen wir vielleicht hier und da in Kontakt sind, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Wenn wir alles runterschreiben, kommen wir wahrscheinlich auf ein paar hundert Leute. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt alle vielleicht 300, 400, 500 Leute mit all dem, was ich jetzt aufgezählt habe. Wenn ihr jetzt 10 Leute einschreibt und jeder von denen hat wieder 500, dann hat euer Geschäft ein Potenzial von 5000 Warmkontakten. Kontakten, wo jemand einen sehr guten Draht hin hat. Nur bei 10 Leuten, die ihr registriert habt, wenn jeder 500 in seinem Telefon oder Computer drinnen hat. Und wenn ihr diese 10 mal 500, also diese 5000 Kontakte abarbeitet, habt ihr in den nächsten Wochen und Monaten echt einiges zu tun, wenn ihr das so dupliziert, wie ihr das auch selber macht. Habt ihr Fragen dazu? Vielleicht noch als Schlusssatz. Umso größer das Ziel, umso mehr bewegt man sich. Das heißt, wenn ihr ein großes Ziel habt, das auch wirklich wert ist, ein Team aufzubauen, das groß ist und nicht nur ein bisschen etwas verbessert, sondern wirklich etwas deutlich verbessern könnte in eurer Lebensqualität, dann werdet ihr Wege finden, an ganz, ganz viele Menschen ranzukommen. Wenn ihr irgendwo unsicher seid, geht es auf die Person zu, die euch begleitet, eure Upline oder die Person, wo ihr da Vertrauen hin habt. Und ja, ich wünsche euch heute noch einen schönen Abend, viel Erfolg und viel Spaß in den nächsten Tagen, um die neuen Kontakte anzugehen. Alles Gute und tschüss.